Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder soll ich einfach nur sagen Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Liebe Freunde, es gibt ein paar Informationen für euch an euch. Morgen hoffentlich ist ja der Tag für dieses Jahr, wo wir alle wirklich gespannt darauf sein können, ob jetzt was von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 was kommen wird oder nicht. Und dieses Video ist kein Leak-Video oder ähnliches, sondern ich möchte euch über etwas informieren. Bandai Namco, und ihr seht das natürlich jetzt auch natürlich im Hintergrund, zumindest, einfach hier nochmal vielleicht gezeigt, haben etwas jetzt gezeigt über Xenoverse 2. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich, das ist mittlerweile echt für mich echt so ein ganz mulmiges Gefühl, wahrscheinlich nicht zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 sehen. Und das hat mich richtig traurig gemacht. Ich habe die Hoffnung auf jeden Fall noch nicht irgendwie aufgegeben oder ähnliches. Dann ist es so, dass die große Dragon Ball Z-Community oder generell die ganze Dragon Ball-Community an sich auf der einen Seite auf irgendwelche neuen Informationen, von dieser neuen Anime-Serie da von Dragon Ball Magic irgendwie wartet und so. Auf der anderen Seite haben wir halt auch nochmal die Menschen, die halt irgendwie dann auf neue Informationen von Dragon Ball Xenoverse 2 irgendwie warten oder so. Dann haben wir aber auch eine ganz große, große Community, liebe Freunde, und das sind wir in dem Fall. Wir warten ja auf das neue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sehr, sehr spät und ich habe überhaupt nachgedacht, ob ich dazu ein Video machen soll, weil mich das super beschäftigt hat und ich lade ja so viel dazu hoch, ihr wisst das ja auch, und es ist einfach für mich echt richtig, richtig traurig, sage ich mal so, und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwelche Informationen irgendwie dazu bekommen werden, weil sonst werde ich noch irgendwie zum Super Saiyan Stufe 5 irgendwie oder so, wie einige andere unter euch, und deswegen, ja, wollte ich das einfach mit euch teilen. Ich hoffe, ja, ich konnte euch irgendwas mit dieser Info irgendwie näher bringen oder so. Soweit ich weiß, soll das auch live gestreamt werden. Ich bin mir nicht sicher, wo genau. Ihr könnt es ja sehr, sehr gerne in die Kommentare einfach schreiben, wenn ihr es natürlich besser wisst und so. Ich bin generell, ehrlich gesagt, so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir einfach denke, ganz ehrlich, wie lange soll man noch warten? Das Game wurde irgendwann gezeigt im März, zumindest ein Teaser zum Spiel an sich. Und jetzt warten wir so lange. Für die Leute, die erst jetzt eingeschaltet haben, ihr wisst es ja auch, ich war ja bereits auch auf der Gamescom. Ich war auf ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen. Ich habe ja auch intern sehr viel Kontakt auch mit verschiedenen Entwicklern und so. Und ich habe noch nie sowas gehabt wie bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Das Allerheftigste ist, es gibt teilweise auf eBay und auch woanders Menschen, die sogar Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 auf der PlayStation 2 quasi irgendwie für 200-300 Euro verkaufen, weil das so einen Sammlerwert mittlerweile hat. Keine Ahnung, ob das immer noch so der Fall ist. Ihr könnt es ja mal selbst bei eBay irgendwie abchecken und auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob das der Fall ist oder nicht. Ich bin echt ein bisschen, ja, traurig einfach, weil wir können doch mindestens eigentlich einfach nur klare Informationen bekommen irgendwie. Einfach nur so, liebe Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Community, nächstes Jahr, irgendwann Februar, März, kriegt ihr weitere Informationen irgendwie zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 irgendwie oder so. Dann wäre es das ja auch schon gut gewesen. Ich meine, wir haben das in Register. Das Spiel wurde eingetragen. Ich habe euch dazu bereits zwei Leaks und zwei oder mehrere Videos natürlich auch gezeigt und so. Aber irgendwie ist das so total merkwürdig. Ich habe noch nie ein Spielrelease so krass und intensiv verfolgt wie jetzt das von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, sage ich euch ehrlich. Und bei jedem anderen Entwickler habe ich immer ganz klare Aussagen oder so gehabt, wenn man irgendwie danach gefragt hat oder so. Und die Informationen waren auch sehr, sehr reliabel. Also sprich, man konnte sich einfach auf diese Information auch verlassen. Und jetzt ist es so, von allen Seiten, die Leute werden verrückt. Ich sag dir ehrlich, oder ich sag's euch ehrlich, ich werde langsam auch unruhig. So muss ich euch einfach sagen. Und niemand von uns, ich denke zumindest, ihr könnt es natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auf dieses Xenoverse irgendwie freut oder so. Wir warten so lange und die kommen einfach mit einem Update daher und zeigen uns dann irgendwie so ein Xenoverse oder was. Ey, da fühlt man sich auch am Ende so ein bisschen auf gut Deutsch. Ja, ich will jetzt nicht das Wort sagen. Ich weiß nicht, ob das Video dann gesperrt werden würde. Mittlerweile sind die YouTube-Richtlinien ja ganz komisch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber man fühlt sich echt nicht so gut dabei, muss ich sagen. Also, und ich fühle mich mittlerweile auch sehr unwohl, muss ich auch sagen manchmal. Mein Hype ist immer extrem groß und dann geht er mal extrem runter. So. Zu dieser späten Stunde habe ich euch jetzt einfach meine Gedanken geteilt. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet. Genau, das einfach dazu. Ich hoffe natürlich ansonsten, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, sagt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wann ihr vor allem vielleicht mit dem Game rechnet oder so. Und könnt ihr mich da auch verstehen? Ganz ehrlich, ich fühle mich da nicht wohl, sag ich euch ehrlich. Also manchmal so, weißt du,
ich bin immer mega gehypt. Tage, ich bin richtig gehypt und heute ist so ein richtiger Down-Moment quasi. Aber das legt sich wieder, weil ich Dragon Ball Z über alles liebe, das wisst ihr auch. Wir sind eine Community und Freunde, wir sind die krassesten, die es gibt. In YouTube Deutschland gibt es keinen Kanal, der dazu so krasse Informationen droppt wie ich jetzt. Es ist so. Andere natürlich auch, ich will gar nicht schlecht reden, darum geht es nicht. Aber es gibt keinen Kanal, der so abgeht wie wir. Es ist einfach so. Mit den Leaks und so weiter. Und im amerikanischen Bereich wissen wir auch, wer da so die Kings sind, sag ich mal. Aber wir in Deutschland, wir rocken das richtig. Sag ich euch ehrlich und das feiere ich. Okay, haut rein. Wir sehen uns wieder bei einem neuen Video. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwann neue Informationen bekommen. Ich hoffe, so schnell es geht, weil es nervt einfach mittlerweile wirklich. Okay. Und keiner will ein Sandland sehen? Wer will von euch Sandland sehen? Keiner. Sandland von Bandai Namco. Das will doch keiner sehen. Keiner will ein Xenoverse sehen. Irgendwas von Xenoverse oder so. Wir wollen Tenkaichi sehen. Und wenn das passiert, dann raste ich aus. Das sage ich euch. In diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. But I won't if I don't get it right. Yeah, you know I gotta get it on my life. I've been on the road, I can't ever stay. Blame me for a joke, they know I don't play. Vodka and these girls, I don't ever chase. That's just how it goes, yeah, shoot.